Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr da seid. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diese süße Babydecke mit den Dinos häkeln könnt. Das ist ein ganz einfaches Lochmuster. Das häkelt sich fast von alleine. Das geht super schnell und das bekommt wirklich jeder hin. Im Grunde wird die komplette Decke nur mit Stäbchen gehäkelt. Aber das zeige ich euch gleich. Zuerst zeige ich euch, was wir brauchen. Ich habe mich für drei verschiedene Farben Wolle entschieden. Diese hier hat jetzt eine Nadelstärke von 2,5 bis 3 mm. Das ist ein bisschen zu dünn für mich, deswegen habe ich auf eine größere Häkelnadel zurückgegriffen. 3,5 mm ist das hier in diesem Fall. Dann braucht ihr natürlich noch eine Schere und eine Nadel zum Vernähen. Schaut doch auch ruhig nochmal in die Infobox, da habe ich euch alles aufgeschrieben, was ich benutzt habe und wie viel ich davon benutzt habe. So, starten wir mit einer Luftmaschenkette. Wir knoten uns hier so eine Schlaufe, ziehen das fest und holen uns mit der Häkelnadel einfach immer den Faden dadurch. So entsteht die Luftmaschenkette. Insgesamt schlagen wir 132 Maschen an. Und wir häkeln mit Stäbchen zurück. Das heißt, wir nehmen einen Überschlag und stechen in die dritte Masche vor der Nadel ein, holen den Faden nach vorne, ziehen durch zwei Schlaufen durch, nehmen den Faden nochmal auf und ziehen ihn durch die letzten beiden Schlaufen durch. So entstehen unsere Stäbchen. Immer so weiter. Durch die ersten beiden Schlaufen, Faden aufnehmen, durch die letzten beiden Schlaufen. Jetzt wird die komplette Reihe mit Stäbchen gehäkelt. So müsste das dann bei euch aussehen. Und um in die nächste Reihe zu kommen, häkeln wir einfach zwei Luftmaschen auf das letzte Stäbchen, drehen unsere Arbeit und häkeln wieder ein Stäbchen in die allererste Masche. Und das zählt dann als unser erstes Stäbchen. Und dann häkeln wir einfach ganz normal weiter mit Stäbchen. Das habe ich jetzt insgesamt für 5 Reihen so gemacht. Und in der 6. Reihe starten wir mit unserem Muster. Wir häkeln also in der 6. Reihe 25 Stäbchen. Und auf das letzte Stäbchen häkeln wir eine Luftmasche, lassen die nächste Masche aus und stechen erst in die nächste Masche ein und häkeln ein Stäbchen. Und genau so entsteht dann das Lochmuster. Wir wiederholen das Ganze jetzt noch eine Luftmasche, eine Masche auslassen und erst in die nächste ein Stäbchen häkeln. Eine Luftmasche, die nächste Masche auslassen und erst in die nächste dann wieder einstechen. Das machen wir, bis wir 4 Löcher gehäkelt haben. Dann häkeln wir 5 Stäbchen. Wir häkeln wieder 4 Löcher, dann häkeln wir 43 Stäbchen und dann beginnt der zweite Dino. 4 Löcher, 5 Stäbchen, 4 Löcher und wieder 25 Stäbchen. Also die Anzahl, mit der wir am Anfang anfangen zu häkeln, mit dieser Menge Stäbchen
müssen wir auch die Reihe beenden. Dann wissen wir immer, dass wir alles richtig gemacht haben. In der siebten Reihe häkeln wir 25 Stäbchen, ein Loch, 5 Stäbchen, ein Loch, 5 Stäbchen, ein Loch, 5 Stäbchen, ein Loch. Der erste Dino ist jetzt fertig. Dann häkeln wir 43 Stäbchen, ein Loch, 5 Stäbchen, ein Loch, 5 Stäbchen, ein Loch, 5 Stäbchen, ein Loch und 25 Stäbchen. In der achten Reihe häkeln wir 21 Stäbchen, dann 3 Löcher, 5 Stäbchen, 4 Löcher, 5 Stäbchen, ein Loch. Dann häkeln wir 43 Stäbchen und spiegeln das Ganze. Ein Loch, 5 Stäbchen, 4 Löcher, 5 Stäbchen, 3 Löcher und wir beenden die Reihe wieder mit 21 Stäbchen. In der 9. Reihe häkeln wir 19 Stäbchen, ein Loch, 25 Stäbchen, ein Loch. Der Dino ist dann wieder fertig in der Reihe. 39 Stäbchen. Jetzt spiegeln wir das Ganze. Also häkeln wir das sozusagen rückwärts. Ein Loch. 25 Stäbchen. Ein Loch. Und wir beenden die Reihe wieder mit 19 Stäbchen. In der 10. Reihe häkeln wir 17 Stäbchen. Ein Loch. 29 Stäbchen. Ein Loch. Und 35 Stäbchen und spiegeln das Ganze jetzt wieder. In der 11. Reihe häkeln wir 15 Stäbchen, 3 Löcher, 29 Stäbchen, ein Loch, 31 Stäbchen und spiegeln das. In der 12. Reihe häkeln wir 15 Stäbchen, ein Loch, 5 Stäbchen, ein Loch, 29 Stäbchen, ein Loch und 27 Stäbchen. Und jetzt wieder rückwärts, ein Loch, 29 Stäbchen. Ein Loch, 5 Stäbchen, ein Loch, 15 Stäbchen. In der 13. Reihe häkeln wir 23 Stäbchen, ein Loch, 17 Stäbchen, ein Loch, 9 Stäbchen, ein Loch und 27 Stäbchen und spiegeln das Ganze. In der 14. Reihe häkeln wir 25 Stäbchen, ein Loch, 15 Stäbchen, 2 Löcher, 7 Stäbchen und ein Loch. Jetzt spiegeln wir das Ganze. In der 15. Reihe häkeln wir 27 Stäbchen, ein Loch, 11 Stäbchen, ein Loch, 5 Stäbchen, ein Loch, 5 Stäbchen, ein Loch und 27 Stäbchen. Und dann spiegeln wir das wieder. In der 16. Reihe häkeln wir 29 Stäbchen, ein Loch, 7 Stäbchen, ein Loch, 7 Stäbchen, ein Loch, 5 Stäbchen, ein Loch, 27 Stäbchen. Und bei dem zweiten Dino spiegeln wir das einfach noch.
In der 17. Reihe häkeln wir 31 Stäbchen, 3 Löcher, 9 Stäbchen, 1 Loch, 5 Stäbchen, 1 Loch und 27 Stäbchen. Und spiegeln das Ganze dann. Und jetzt können wir auch schon schön sehen, dass der Rücken von unserem Dino schon fertig ist. Wir häkeln jetzt also noch den Hals hoch und dann das Herz zwischen den beiden Dinos. Machen wir weiter mit Reihe 18. Hier häkeln wir 45 Stäbchen, ein Loch, 5 Stäbchen, ein Loch, 27 Stäbchen und spiegeln das Ganze. In der 19. Reihe häkeln wir wieder 45 Stäbchen, ein Loch, 5 Stäbchen, ein Loch, 3 Stäbchen, 2 Löcher und 15 Stäbchen, um das dann alles wieder zu spiegeln. In der 20. Reihe häkeln wir wieder 45 Stäbchen, ein Loch, 7 Stäbchen, ein Loch, 5 Stäbchen, ein Loch und 11 Stäbchen. In der 21. Reihe häkeln wir wieder 45 Stäbchen, ein Loch, 13 Stäbchen, ein Loch, 11 Stäbchen zwischen den beiden Dinos und spiegeln dann. In der 23. Reihe häkeln wir 45 Stäbchen, ein Loch, 9 Stäbchen, ein Loch, 9 Stäbchen, bis zum nächsten Dino. In der 23. Reihe häkeln wir 45 Stäbchen, ein Loch, 9 Stäbchen, ein Loch, 9 Stäbchen, ein Loch, das ist unsere Herzspitze sozusagen, und dann spiegeln wir das Ganze wieder. In der 24. Reihe häkeln wir 47 Stäbchen, 4 Löcher, 9 Stäbchen, ein Loch, 3 Stäbchen, wieder ein Loch und 9 Stäbchen bis zum nächsten Dino. Und dann spiegeln wir das einfach. Und jetzt haben wir unsere Dinos schon fertig gehäkelt. Brauchen wir nur noch unser Herz fertig häkeln. In der 25. Reihe häkeln wir 61 Stäbchen, dann ein Loch, sieben Stäbchen, wieder ein Loch und wieder 61 Stäbchen zurück. In der 26. Reihe häkeln wir 59 Stäbchen, ein Loch, 11 Stäbchen, wieder ein Loch und wieder 59 Stäbchen bis zum Ende. In der 27. Reihe häkeln wir 59 Stäbchen, ein Loch, 5 Stäbchen, ein Loch, 5 Stäbchen, ein Loch und 59 Stäbchen, bis die Reihe zu Ende ist. In der 28. Reihe häkeln wir 61 Stäbchen, 2 Löcher, 3 Stäbchen, 2 Löcher und 61 Stäbchen zurück. Jetzt habe ich noch insgesamt 5 Reihen Stäbchen oben drauf gesetzt, damit das schön gleichmäßig aussieht. Und so ist unser erstes Muster fertig. Ich wiederhole das Ganze jetzt nochmal mit einer anderen Farbe. Und zwar steche ich dafür ein, hole noch bei dem ersten Überschlag den alten Faden nach vorne, aber um dann die letzten beiden
Schlaufen abzumaschen, dafür nehme ich den neuen Faden. Und dann kann ich einfach zwei Luftmaschen wenden und einfach mit der neuen Farbe dann weiter häkeln. Da wiederhole ich jetzt einfach das komplette Muster nochmal. Dann hat die Babydecke auch eine schöne Größe erreicht. Hier kann man das nochmal schön sehen. Ich steche also mit dem alten Faden ein durch die ersten beiden Schlaufen. Jetzt habe ich dann wieder die zwei Schlaufen auf der Nadel. Mit der neuen Farbe masche ich das ab. So, mit dem Weiß häkel ich einen Rand. Dafür häkel ich in die letzte Masche, in die letzte Masche, in die wir ein Stäbchen gehäkelt haben, noch zusätzlich zwei feste Maschen. So kommen wir einfach um die Ecke und können dann seitlich einfach weiter häkeln. Dafür steche ich einfach in diese Löcher ein. Und genauso häkel ich jetzt einfach komplett um die ganze Decke herum. So, das habe ich jetzt für insgesamt 5 Reihen gemacht. Jetzt hat unsere Decke einen schönen gleichmäßigen Rand und einen schönen Abschluss. So, ich häkel die letzte feste Masche. Und in diese eine Kettmasche. Ziehe ich den Faden etwas durch, kann ihn abschneiden und in die Nadel zum Vernähen einfädeln. Dafür stecht ihr einfach in die Decke ein und verwebt den Faden, am besten in verschiedene Richtungen, damit er sich dann später auch nicht mehr lösen kann. Dann zieht ihr den Faden ein bisschen straff und schneidet ihn einfach ab. So, wie versprochen, das ging super schnell und super einfach. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich total über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir doch auch in die Kommentare, ob ihr alles soweit verstehen konntet. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert einfach den Kanal. Tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Video.